Hi zusammen. Nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch die meisten von euch brauchen im täglichen Leben fast immer einen Föhn. Und wenn die Frisur öfter nicht gelingt, kann das ruhig auch mal am Föhn liegen. Wir haben deshalb für euch heute 5 verschiedene Föhns in 5 verschiedenen Preisklassen da. Und die vergleichen wir jetzt miteinander. Alle von unseren getesteten Föhns sind Föhns mit Ionentechnik. Das bedeutet eigentlich nur, dass in dem Föhn negativ geladene Teilchen entstehen, die dann beim Föhnen auf eure Haare geblasen werden. Dort werden die positiv geladenen Teilchen, die die Haare eben so fliegen lassen und elektrisch aufladen, neutralisiert. Natürlich testen wir nicht einfach ganz blind drauf los und haben verschiedene Kategorien, nach denen wir die Föhns testen. Zum einen wäre das die Features, dann schauen wir uns mal die Lautstärke an. Also ist er wirklich unerträglich laut oder sogar recht leise für einen Föhn. Als nächstes hätten wir dann die Trocknungszeit. Das heißt also, wie lange braucht der Föhn, bis meine Haare tatsächlich ganz trocken sind. Und dann schauen wir zum Schluss noch, wie sitzt die Frisur danach, wie fühlen sich die Haare an und funktioniert der Hitzeschutz und die Ionentechnik. Als erstes schauen wir uns den Remington Power Dry 2000 an. Der Föhn hat zunächst ganz normal 2 verschiedene Geschwindigkeitsstufen und 3 verschiedene Hitzestufen. Man hat hier sogar eine Kaltlufttaste, mit der man nach dem Föhnen die Haare nochmal fixieren kann, falls man eine Frisur haben möchte. Auch im Lieferumfang enthalten ist diese Stylingdüse, damit könnt ihr auch nochmal richtig schön Locken reinföhnen. Beim ersten Testen liegt der Remington eigentlich wirklich gut in der Hand und ist auffällig leicht. Laut Remington selbst soll das Ganze 560 Gramm wiegen. Ist wahrscheinlich mit Kabel, aber wir nehmen es jetzt mal ganz genau und schauen, was er ohne Kabel auf die Waage bringt. Dafür haben wir hier, damit das ganz genau ist, eine Waage zur Hand und legen das Ding jetzt hier mal drauf. Und dann haben wir hier um die 380 Gramm. Das ist natürlich deutlich weniger. Man merkt auch, dass da wirklich kaum was in der Hand ist. Also eigentlich super zum Föhnen. Für Föhnen sind ca. 90 Dezibel normal und wir schauen uns mal ganz genau, was der hier bringt. Also, wir haben hier auch um die 90, was also völlig im Normalbereich ist. Natürlich wollen wir jetzt auch mal gucken, was der Föhn aus meinen Haaren überhaupt macht. Allerdings habe ich hier keinen Spiegel, deshalb gehen wir jetzt hinter. Als erstes werde ich mir jetzt die Haare nass machen, damit der Föhn auch was zu tun hat. Dafür habe ich hier eine Sprühflasche mit Wasser vorbereitet. Jetzt werde ich mir die Haare föhnen und parallel stoppen wir ganz genau mit einer Stoppuhr die Zeit, bis meine Haare trocken sind. Beim Remington überzeugt die Ionentechnik und die Haare sind überhaupt nicht aufgeladen. Allerdings fühlen sie sich jetzt etwas trocken an, aber nicht weiter schlimm. Die Trocknungszeit mit um die 5 Minuten ist recht ordentlich. Der Remington ist zwar günstig, fürs alltägliche Föhnen reicht er aber allemal. Zwar kriegt ihr damit keine krassen Frisuren hin, fürs einfache Föhnen ist er top. Allerdings haben wir auch noch weitere Föhns im Test. Als nächstes haben wir hier den Flintronic. Der ist ein bisschen kleiner als der Remington und erinnert vom Aussehen tatsächlich ein bisschen an den Dyson. Die Features sind eigentlich zum Remington recht ähnlich. Man hat hier 3 verschiedene Stufen, allerdings kann man die Hitze und die Geschwindigkeitseinstellungen nicht beliebig kombinieren. Hier sind 3 verschiedene Aufsätze enthalten. Beim Remington hatten wir nur einen und hier ist sogar ein Diffusor dabei. Damit könnt ihr einfache Locken und natürliche Wellen zaubern. Der Föhn liegt eigentlich echt gut in der Hand und was hier noch sehr praktisch ist, dass man hier auch eine Klappfunktion hat. So kann man den Föhn ganz einfach verstauen. Wenn man ihn so in der Hand hält, ist er aber auch ein bisschen schwerer als der Remington, glaube ich. Wir schauen jetzt mal ganz genau. Und wir haben hier circa 450 Gramm. Ist tatsächlich ein bisschen schwerer, aber dadurch, dass der Föhn ein bisschen kleiner ist, fällt es beim Föhnen eigentlich kaum auf. Wir gucken jetzt mal, wie viel Dezibel es sind. Um die 80, damit ist er tatsächlich etwas leiser als sein Vorgänger. Und jetzt da
Gucken wir mal, wie schnell er meine Haare trocknet. Nach rund 5,5 Minuten sind meine Haare jetzt trocken. Das ist ein bisschen länger als beim Remington. Allerdings fühlen sie sich auch wirklich sehr weich an und sind sehr voluminös durch die verschiedenen Aufsätze. Mit dem Flintronic bekommt ihr einen echt guten Föhn für den Alltag und das für nur 40 Euro. Ihr bekommt damit auch richtig gut leichte Frisuren hin und einfache Locken. Den Unterschied zum Remington bekommt ihr hier mit den verschiedenen Aufsätzen. Der Diffusor und der Styling-Aufsatz ist nochmal der Unterschied. Und das für nur 20 Euro mehr. Gucken wir mal, was die nächsten Modelle noch so bringen. Als nächstes haben wir den Panasonic EHNA98. Das Besondere an dem Panasonic ist eigentlich diese Nano-Funktion. Dabei wird Feuchtigkeit an Gesichtshaut oder an Kopfhaut gespendet. Auch das kann man hier nochmal einstellen. Auch sonst hat der Panasonic ganz normal drei verschiedene Stufen und man kann hier beliebig zwischen heiß, kalt, dort gibt es auch eine Wechselfunktion und eben dieser Gesichts- und Kopfhautfunktion wechseln. Beim ersten Halten ist er ein bisschen schwerer als die anderen beiden Modelle, aber auch ein bisschen größer. Dennoch hat man hier auch die Funktion, dass man ihn klappen kann, was natürlich gerade für Reisen optimal ist. So, jetzt schauen wir mal ganz genau, ob er wirklich mehr wiegt als die beiden anderen Modelle. Wir haben hier ungefähr 550 Gramm, ist ein bisschen mehr, aber es fällt in der Praxis eigentlich kaum auf. Wir gucken wieder ganz genau hin. Wie man sieht, ist er auf der ersten Stufe tatsächlich leiser als die anderen Modelle, sonst gibt es auch hier keinen großen Unterschied. Hier überzeugt die Nanotechnologie, die Feuchtigkeit spendet wirklich auf ganzer Linie. Meine Haare fühlen sich viel weicher an als bei den vorherigen Modellen, sind geschmeidig und außerdem sehr voluminös. Außerdem waren meine Haare schon nach 4,5 Minuten trocken. Der Panasonic hält, was er verspricht, da er auch meinem recht dünnen Haar tatsächlich Volumen verleiht. Also ist er auch wirklich super für Styling geeignet. Allerdings ist der Preis schon etwas höherklassig. Unser nächster Föhn im Test ist der GHD Helios. Man hat hier zwei Regler, einmal hier unten für die Geschwindigkeit zwei Einstellungen und hier oben für die Temperatur drei. Das Gute ist, dass die tatsächlich auch beliebig miteinander kombinierbar sind. Hier haben wir noch die Kaltlufttaste, wie auch bei den beiden günstigeren Modellen. Hier soll aber laut Hersteller tatsächlich echte Kaltluft rauskommen. Das heißt, der Föhn, wenn er auf dieser Funktion ist, erzeugt er kaum Eigenwärme. Allerdings, der Panasonic hatte bis jetzt mehr Features. Im Vergleich zu unseren vorherigen Tests ist es wirklich ein großer Föhn. Er liegt zwar gut in der Hand, aber ist, glaube ich, auch wirklich ein bisschen schwerer und er hat keine Klappfunktion, dass man ihn einfach mitnehmen kann. Laut Hersteller wiegt er 520 Gramm. Wir schauen jetzt mal, wie viel es wirklich ist. Und die Waage sagt um die 560 Gramm. Ist tatsächlich ein bisschen mehr als gedacht. Also wie man gesehen hat, auf der höheren Stufe geht er tatsächlich auf die 90 zu und ist damit auch von unseren getesteten Föhns der lauteste. Jetzt schauen wir mal, ob mir für 200 Euro die Haare schneller trocknen. Also auch in dieser Kategorie gibt es beim GHD wirklich nichts zu meckern. Es hat jetzt rund 4,5 Minuten gedauert, bis meine Haare trocken sind und sie fühlen sich an, wie als ob sie von Natur getrocknet wären. Für einen wirklich stattlichen Preis von rund 200 Euro hält der GHD aber wirklich das, was er verspricht und ihr bekommt einen wirklich guten Föhn. Als letzten Föhn im Test haben wir den berühmt-berüchtigten Dyson Supersonic. An sich hat der Föhn eigentlich keine allzu besonderen Features. Wir haben hier einmal die Geschwindigkeitsregelung und die Temperaturregelung. Hier unten ist noch wie gewohnt die Kaltlufttaste dabei.
Das Besondere sind hier tatsächlich die Styling-Aufsätze. Wir haben hier einmal den ganz klassischen 9mm Aufsatz, den wir auch schon bei Vorgängermodellen dabei hatten. Hier haben wir noch einen Diffusor, den wir auch bereits gesehen haben. Hier hätten wir jetzt da einen Aufsatz für widerspenstiges Haar, damit man das schön glatt ziehen kann. Auch hier mit dem Kammaufsatz kann man schön Locken machen und mit diesem Aufsatz hier kann man auch noch einen sanfteren Luftstrom erzeugen. Die Aufsätze sind natürlich schön und gut, aber wir schauen mal, ob ich die wirklich brauchen werde. Auf den ersten Blick überzeugt der Dyson natürlich auch durch sein Design. Also es sieht wirklich toll aus und es sieht vor allem sehr hochwertig aus. Vom Gewicht her merke ich jetzt da keinen großen Unterschied zu den anderen Modellen, aber er liegt sehr gut in der Hand durch dieses kurze Oberteil hier. Laut Hersteller wiegt der Dyson 650 Gramm ungefähr. Natürlich wieder mit Kabel. Wir schauen noch mal ganz genau hin. Und hier bringt der Dyson ungefähr 470 Gramm auf die Waage. Ist auch kein großer Unterschied zu den anderen. Mal schauen, wie viel Dezibel das wirklich sind. Also wir haben knapp 80 und er ist tatsächlich auch von allen getesteten Föhns der leiseste. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Test der Trocknungszeit. Dabei testen wir auch die 5 Styling-Aufsätze. Schauen wir mal, ob unser teuerstes Modell wirklich den Unterschied macht. Knappe 5,5 Minuten hat es jetzt gedauert, bis meine Haare trocken sind. Das ist ein bisschen länger als jetzt bei den anderen Modellen. Ich glaube aber, dass das auch an den Stylingdüsen liegt. Die waren aber wirklich top und haben genau das getan, was sie tun sollen. Wenn man jetzt allerdings nicht so viel Übung hat wie ich in dem Fall, dann kann man damit auch nicht wirklich was anfangen. Und als normaler Föhn an sich habe ich jetzt keinen großen Unterschied zu den anderen Testmodellen gemerkt. Abschließend küren wir natürlich auch den jeweiligen Testsieger in den Kategorien. Fangen wir mit den Features an. Hier gewinnt ganz klar der Panasonic. Die Nanotechnik, die Feuchtigkeit an die Haut spendet, überzeugt hier komplett. In Sachen Kompaktheit und Gewicht gewinnt der Flintronic. Der erinnert zwar stark an den Dyson, allerdings macht hier der Preis den Unterschied. In der Kategorie Lautstärke gewinnt der Dyson. Er war auch auf der höchsten Stufe der angenehmste fürs Ohr. In der Trocknungszeit waren eigentlich alle Föhns recht identisch, allerdings hatte ich bei den Föhns mit der größeren Düse, wie zum Beispiel der Remington oder der Panasonic, das Gefühl, dass die Haare etwas schneller trocken werden. Nach dem Föhnen mit dem Panasonic fühlen sich die Haare auch am besten an. Sie sind schön, weich, geschmeidig und voluminös. Mein persönlicher Testsieger ist der Panasonic. Er hat innovative Technik, die auch wirklich das hält, was sie verspricht. Die Haare fühlen sich danach geschmeidig und weich an und auch meine dünnen und feinen Haare sind danach voluminös. Der Dyson ist zwar ein sehr guter Föhn, allerdings kriegt ihr für fast 200 Euro weniger den GHD, der eigentlich identische Ergebnisse erzielt. Denkt auch daran, dass so ein teurer Styling-Föhn sich wirklich nur rentiert, wenn ihr auch damit umgehen könnt. Und denkt auch daran, dass auch eure Haarstruktur bei der Wahl des Föhns entscheidend ist. Ich habe jetzt 5 Haartrockner für euch getestet. Welcher war euer persönlicher Favorit? Oder vielleicht habt ihr auch einen Alternativvorschlag für mich? Schreibt's gerne in die Kommentare und lasst ein Abo da.